Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part Ni No Kuni, wo wir noch einen dritten Jungen finden müssen und was war noch? Oh Gott, habe ich wieder vergessen. Nee, es wird mir spätestens, wenn wir irgendwo am Ziel sind, wird uns wieder einfallen. Ob der Junge vielleicht irgendwo noch drin sein könnte? Die blaue Kiste kriegt, glaube ich, nicht auf. Da brauche ich einen Zauber. Diese Truhe scheint durch Magie verschlossen zu sein. Ja, toll. Okay, also wieder raus. Ni no Kuni. Also ich finde den Titel auch total schön. Also, ja, gefällt mir. Ni no Kuni. Klingt so ein bisschen japanisch auch. Oh, hier scheint was ausgelöst. Ah ja, stimmt ja. Wir suchen ja Enthusiasmus für den König. Sieh nur, Tröpfchen, die Fiole, sie leuchtet. Schick, da ist hier jemand in der Nähe, der uns was von seinem Herzen abgeben kann, nicht? Und die einzige Person, die hier ist, der da. Sieh ihn dir an. Mann kann ja kaum stillstehen vor lauter Tatendrang. Volltreffer. Du glaubst, er hat etwas Enthusiasmus über? Absolut, Junge. Da verwette ich meine Laterne drauf. Holen wir uns, oder? Was essen? Apropos, ist euch aufgefallen, dass er ein Nasenpiercing mit einer Laterne dran hat? So, erstmal anquatschen. Wie jetzt der Kochtopf, Kopf. Willst du uns nicht zufällig einen Gefallen tun, oder? Hey, lenk mich nicht ab. Ich bin beschäftigt. Beschäftigt? Und womit, wenn man fragen darf? Ich muss die Stadt gegen die Mäuse verteidigen, natürlich. Mäusevolk? Oh ja, ich hab mal von Mäusen gehört, die in Katzbuckel leben. Diese Mäuse sind eine Bedrohung. Diese Mäuse sind eine Bedrohung. Überall wuseln sie rum und hecken Unfug aus. Aber die Erwachsenen sind zu faul, um etwas dagegen zu unternehmen. Merkt nicht mal, wenn die Mäuse etwas stehlen. Und den anderen ist es wohl egal. Aber nicht mit Ricky Löwenherz. Dieses Mäusevolk wohnt in der Katzalisation, deshalb stehe ich hier Wache. Jede Maus, die sich hier auftraut, bekommt es mit mir zu tun. Schön, schön, wir haben uns nicht geirrt. Wir strotzen nur vor Enthusiasmus. Olli, das übernimmst du. Was meinst du damit? Also, König Tom scheint der Enthusiasmus ausgegangen zu sein. Und da kommst du ins Spiel, Ricky Mickey. Du hast eine Menge davon. Wenn der König Tom etwas davon geben, ist die Stadt ganz fix wieder in Ordnung. Genau, deshalb wollten wir dich fragen, ob du deinen Enthusiasmus mit uns teilen würdest. Na klar, ich würde alles tun, um dem König zu helfen. Danke, Ricky. Danke, Ricky. Falls empfangen. Du hast Enthusiasmus erhalten. Wow, das war seltsam. Jetzt weiß ich so viel. Ach so, das war seltsam. Jetzt weiß ich, wie sich Magie anfühlt. Seltsam, was meinst du? Normale Leute haben keine Ahnung von Zaubern. Weißt du, Olli? Die wissen meist nicht, wie man damit umgeht. Heißt das, dass König Tom wieder in Ordnung kommt, wie Oliver? Ja, und
wenn der König wieder so ist wie früher, sollte es auch bald allen anderen besser gehen. Genau, Junge. Der Enthusiasmus wird alle beflügeln, nicht wahr? Gut. Zuhören. Aber bis es soweit ist, bleibe ich hier und behalte das Mäusevolk im Auge. Alles klar. Man sieht sich, Ricky. So, jetzt gehe ich aber nochmal nach unten gucken. Vielleicht ist hier noch eine Heusenhöhle. Sieht so aus. Wobei, vielleicht hier. Nee, schade. Und sonst irgendwo niemand zu sehen. Okay. Hätte ja sein können. So. Jetzt waren wir hier. Aber fällt mir ein, wir werden hier auch mal kurz reingucken. Oh, da ist Nummer 3. Klasse. Aber ich bin gestolpert und habe mir das Bein gestoßen. Oh, bist du in Ordnung? Halt nur einen Moment still. Ich kann dir helfen. Lindanand. Klasse. Kann ich gleich noch jemandem Bescheid sagen, wo der dritte ist. Wow, tut gar nicht mehr weh. Das ist cool. Du bist ein Zauberer. Allerdings, deine Mutti hat dir mich geschickt, um dich zu suchen. Sie sorgt sich um dich. Na echt? Echt? Na gut, dann gehe ich gleich nach Hause. Danke, dass du mir deine Magie geheilt hast. Hey, geil. Ich wusste doch, es kann nicht schaden, hier reinzugehen. Oh, da ist eine rote Truhe. Die kann ich aufmachen. Die kann ich aufmachen. Plündern wir erstmal. Wow, ein Eisbecher. Tü-tü-tü. Nehmen wir die erstmal mal zu futtern, wa? Wow! Manche Verteidigung ist gestiegen. Dann kriegst du jetzt hier noch ein Stück Apfelkuchen. Mampf, Mampf, Mampf. Super! Genauigkeit ist auch gestiegen. Und jetzt noch hier so ein Küchelchen. Klasse. So. Ja, dann haben wir hier Nummer 3 eingesackt, wa? Ach, ich freue mich schon, wenn ich das dem Kumpel erzählen kann. Oh, oh, oh. Naja, wenn er es schon selbst rausgefunden hat. So, jetzt können wir eigentlich die Mutti Bescheid fragen und uns die Stempel abholen. Wir haben alle 3 Knirpse gefunden. Da ist sie. Hey, Mutti. Vielen herzlichen Dank, dass du all meine 3 Jungs gefunden hast. Und du hast dich sogar um die Wehchen meiner 3 kleinen Lümmel gekümmert. Du bist ein Schatz, ein richtiger Schatz. Ich bin froh, dass wir helfen konnten. Oh, ich kann es kaum erwarten, dass sie ein bisschen erwachsener werden und vorsichtiger sind. Hier, als kleines Dankeschön. Danke, danke, danke. 3 süße Pasteten und 50 Gulden erhalten. Auftrag abgeschlossen. 3 Stempel. Ole, ole. 1, 2, 3. Klasse, jetzt haben wir schon die halbe Karte voll. So. Supi. Warte mal. Sind da Pasteten nicht auch Leckerchen? Tatsache. Na dann bitte, hau rein. Wow. Gleich noch ein. Und noch ein. Wow. Genauigkeit um 1 gestiegen. Super. Das ist perfekt. Wenn wir auch brauchen, denke ich. So. Haben wir jetzt eigentlich überhaupt noch Aufträge? Müssen wir mal gucken. Ich glaube, im Tagebuch. Nee, hier. Warte. Ach so, ja. Hier, 2-mal Weidenwurzeln und Quellflaschen Wasser. Müssen wir noch dann mal Außenwelt suchen. Aber das hat noch ein bisschen Zeit. Also, das muss man nicht sofort in Angriff nehmen. Machen wir erstmal hier weiter mit der Story.
Hallo. Zum königlichen Palast geht's da entlang. Dann wollen wir ihn mal Enthusiasmus verpassen. Ja, hier schon wieder. Wir sind diese ständige Unterbrechung langsam leid. Entschuldigung, euer Miauistät. Aber wir haben da etwas für Sie. Ja, extra für dich. Ja, extra für dich, Katzenhoi, Heini. Das belässt deine Müdigkeit einfach weg. Wirst dich wie neugeboren fühlen. Kräftig, Zähne, glänzendes Fell. Ich weiß nicht, ob das... Ja, das klingt ausgezeichnet. Diese verfluchte Müdigkeit wird noch unser Tod sein. All diese Audienzen haben uns zu schaffen gemacht. Kein Problem, euer Miauistät. Brauchst nur ein bisschen Enthusiasmus, nicht wahr? Herzen schenken. Und los jetzt.大丈夫なの?おそらく。お?ミーは何をしていたのだ?国王様、もしや元の国王様にお戻りに。にゃ?何のことだ?ミーは元よりやる気満々だぞ?うん。しかし、何か変わったような気が。あなたたちのおかげなのか?何かお礼をしなくてはなりませぬな。国王様、どうやらこの者たちが 国王様にかかった呪いを解いてくれたようです。にゃにゃにゃんと、本当かそれは。はい、国王様は何をやるにもすぐにやる気を失ってしまうという呪いにかかっておられました。そうか、そうだったのか。いや、確かに自分のように自分がない気がしていた。助かったぞ、お前たち。Welchen Lohn wollt ihr für euren Mios bedingt? Check, du weißt es, wir brauchen, oder, Olli? Klar, wir brauchen einen Zauberstab, euer Miauistät. Miau, ist das so? Seltsam, wir haben dieses Gespräch schon einmal geführt. Ich habe das Gefühl, wir haben dieses Gespräch schon einmal geführt. Jetzt, wo wir darüber nachdenken, in unserem Schlafgemach ist ein Zauberstab versteckt, den wir als kleines Kätzchen Miaus ordentlich geschätzt haben. Ach, wirklich? Und? Und wir wären geneigt, uns davon zu trennen, aber wir müssten ihn erst suchen. Kommt später wieder und werdet ihn. Und ich werde ihn euch miaushändigen. Oh, wow, vielen herzlichen Dank, euer Miauistät. Sag, Junge, wenn du miau auf der Suche nach einem Zauberstab bist, bist du dann vielleicht ein Zauberer? Dies ist er, euer Majestät. Ein funkelnagel neuer Zauberlehrling, der noch nicht allzu viel Ahnung von Magie hat. Ist dem so, dann könnten wir mit dem einen oder anderen Zauber Miaus helfen. Unser Zauberstab ist schließlich nicht so viel Nütze ohne Zauber. Wirklich, euer Majestät? Das ist wirklich zu gültig. Vielen Dank. Du hast die Seite Schlossöffnung erhalten. Du hast die Seite Zauberalte Pracht erhalten. Alte Pracht? Ja, der Zauber war dir gefallen. Sie waren uns in jungen Jahren eine große Inspiration. Einer Sachen öffnet und einer der Dinge wiederherstellt? Wie? Was hast du damit alles getrieben, euer Miauistät? Ja, das geht dich nichts an, Fee. Nun, Junge, du reist mit Vertrauten, nicht wahr? Wir haben den Waffenhorst in der Stadt angewiesen, dir die Erlaubnis zu erteilen, dort einzukaufen. Den Waffenhorst? Was für ein Laden ist denn das, euer Miauistät? Miau, bist du wirklich ein Abenteurer? Wir sind etwas besorgt um deine Sicherheit eines derart ahnungslosen Individuums. Wie dem auch sei. Der Waffenhorst hat Waffen und Ausrüstung für vertraute Miau-Lager.
Warum sucht ihr diesen da nicht mehr auf, während wir nach dem Zauberstab stöbern, hm? Das werden wir, euer Miaustee. Vielen Dank. Nun denn, wir haben viel zu tun. Kommt bald wieder, mir auf den Besuch vorbei. Klasse, jetzt aber die Genehmigung beim Waffenhorst einzuschoppen. Das heißt, wir können auch hier eine Waffe für unseren kleinen Kerl kaufen. Waffenhorst, wir kommen. So. Aber bevor wir zum Waffenhorst gehen, machen wir wieder Pause. Ich freue mich schon auf den nächsten Part mit euch. Tschüssi, bis dahin, eure Tita Kenchi.